Willkommen bei Exakt. Fast ein Jahrhundert hatten Schafe in Deutschland ihre Ruhe vorm Wolf. Doch nun erobert er seinen alten Lebensraum zurück. Beispiel Sachsen-Anhalt. 2008 wurden hier gerade mal 2 dieser Raubtiere gesichtet. Inzwischen sind es 64. Und je mehr sie werden, umso mehr Übergriffe auf Nutztiere gibt es. Wie Betroffene und Behörden damit umgehen, zeigen Carina Huppertz und Christine Schönfeld. Ich habe immer so gedacht, wenn der jetzt auf mein Schaf so drauf ist, dass ich den ruhig mal von hinten einer auf dem Rücken drauf, dass er weiß, Schäfer ist Chef, ab hier. Einfache Lösung für ein kompliziertes Problem. 7-mal hat der Wolf bei Wanderchef Andreas Karwart schon zugeschlagen. Er hat Angst um seine Herde, besonders jetzt, wenn der Nachwuchs kommt. Ja, ich habe deine Babys gefunden. Ja. Das letzte Mal war ich am hellerlichten Tag. Da hat mein Schäfer vertrieben, aber eher dort war die Luftröhre durchgebissen. So ungefähr 40 Kilo Lamm. Aber am 15. Januar, also da war selbst meine Tierärztin, da hat die Hände gezittert. Oh, Schaf von 100 Kilo. Da lagen die Därme daneben, der Bansen hat rausgeguckt und das Schaf war voll noch da. Stundenlang lag das draußen. 32 Herdenmitglieder hat er in den Wolf verloren. Für jedes könnte er Geld vom Umweltministerium bekommen, wenn er sich Zeit für die Anträge nehme. Sich nach 15 Stunden Arbeit noch an den Schreibtisch zu setzen, lohne sich aber nicht, meint er. Da kriegt man für so 10 Kilo oder 5 Kilo Lamm 15 oder 25 Euro. Und wenn ich sie verkaufe, kriege ich zwischen 80 und 110 Euro, je nachdem, wie schwer sie sind. Und also ich finde das mit der totalen Verarschung, mit der Entschädigung und auch der ganze Aufwand. Deshalb habe ich noch gar keinen Antrag gestellt. 40 Kilometer entfernt in der Kolbitz-Letzlinger Heide. Auch er hält Ausschau nach dem Wolf und hofft sogar auf Spuren von ihm. Das sieht verdächtig aus. Peter Schmidtchen, hauptberuflich Sicherheitsmanager und in seiner Freizeit Wolfsversteher. Ich denke, das war ein Fuchs. Ja, das ist also auch von der Schrittlänge her kein Wolf. Die Schrittlänge bei einem Wolf wäre so 80 cm, 1 Meter. Genauer als die Mikado-Messungen sind seine Fotofallen. Schmidtchen ist mit seinen Wölfen sehr zufrieden. Sie sind wohl genährt. Er und seine Gesellschaft zum Schutz der Wölfe meinen, Schaf und Wolf können problemlos nebeneinander herleben, wenn auch die Schäferin bisschen Fingerspitzengefühl bewiesen. Das heißt, unsere Nutztierhaltung muss sich ändern. In Wolfsgebieten muss man die Nutztiere schützen. Das kann man sehr effizient durch Elektrozäune und auch Herdenschutzhunde. Schutzhunde und Zäune. Beides hat Schäfer Karwart. Gebracht hat es ihm nichts, nur mehr Kosten. Der Verein von Peter Schmidtchen hat deshalb vor kurzem neue wolfsgeprüfte Zaunnetze gesponsert. Wolfsfreund und Feind vereint. Politik ist sehr oft bürokratisch, lange Wege. Und wir sind eine gemeinnützige Organisation. Wir können natürlich unproblematisch und unbürokratisch helfen. Die Elektrozäune hätte sich der Schäfer auch vom Land erstatten lassen können. Aber wieder die leidige Bürokratie. Tatsächlich, bei den vielen Ansprechpartnern in Sachen Wolf kann man schon mal den Überblick verlieren. Auch Herdenschutzhund Kangal ist so ein Bürokratieproblem. Wolfsschützer und Ministerium empfehlen seinen Einsatz. Zahlen muss ihn Schäfer Karwart aber alleine. Fressen wird am Wolf näher, ich hoffe, dass er verjagt. Ja? Für seine große Herde braucht er mehrere Schutzhunde. Susi wird gerade angelernt. Susi? Ah, du schläfst schon wieder. Hm? Susi muss noch viel lernen. Seine Schutzhunde kosten Schäfer Karwart jeden Monat 200 Euro. Finanzielle Zuschüsse wie in anderen Bundesländern gibt es dafür nicht. Wir fragen beim zuständigen Umweltministerium nach. Die Bezahlung oder Unterstützung beim Einsatz von Schutzhunden werden wir nicht in die aktuelle Leitlinie unterbringen können. Nichtsdestotrotz ist das jetzt für uns ein wichtiges Thema. Wir prüfen derzeit, ob wir über den Bau von Zäunen hinausgehen und auch andere Schutzmaßnahmen tatsächlich auch bezahlen können oder unterstützen können. Private Tierbesitzer bekommen nicht mal Zuschüsse für Schutzzäune.
Aber der Wolf macht keinen Unterschied, wo er Tiere reißt. Lisa Künzel und Hans-Hermann Thiele züchten Damm- und Muffelwild. Sie sind immer noch geschockt, wenn sie an den 14. Februar denken. Komm mal her, Max. Das war entsetzlich. Wir haben von Weitem schon gesehen, dass die Tiere überall verstreut lagen. Man sah die weißen Bäuche vor allen Dingen, ne? Weil die Seiten waren ja abgefressen. War schlimm. Von ihren 47 Tieren ist über die Hälfte tot. Oder lange da weg, da weg, hier lang weg, weg lang im Wasser. Und naja, wie das nach so einer Jachterei dann eben aussieht. Seit einigen Tagen die Gewissheit. Es war der Wolf. Das ist die Stelle, wo er reingekommen ist. So, und da hat er sich regelrecht unter durchgegraben. Der Angriff in Gardelegen soll der bisher größte in Sachsen-Anhalt sein. Hans-Hermann Thiele wünscht sich schon eine Entschädigung. Aber das Land hat ihm beim Ortstermin wenig Hoffnung gemacht. Der Wolfschutzbeauftragte, der hat uns den Tag hier gleich gesagt, dass wir da so gut wie keine Chance haben. Begründung, die Tiere würden nicht gewerblich genutzt. Keine Entschädigungen also für Hobbytierhalter. Wir fragen nochmal beim Ministerium nach. Das scheint ein ganz klares Kommunikationsproblem zu sein. Ganz am Anfang war es so, dass private oder auch Gehegehaltungen hier nicht drin waren in der entsprechenden Entschädigung. Da haben wir unsere Auffassung geändert. Und wahrscheinlich ist das aber nicht genügend bei den Leuten angekommen. Ganz offenbar. Deshalb will das Ministerium in einer neuen Leitlinie Wolf Organisation und Entschädigung vereinfachen. Hoffnung für Züchter wie Hans-Hermann Thiele. Also ich wünsche mir das ganz dolle, dass sie jetzt da oben aufwachen und dass das einfach mal anders lang geht. Und die müssen auch dafür sorgen, dass wir hier zu 100% entschädigt werden. Es sind trübe Aussichten für viele ostdeutsche Gemeinden jenseits der Ballungszentren. Die Jugend wandert ab, Wohnblöcke stehen leer, Trink- und Abwasserkosten steigen stark an. Laut Experten gibt es einen Ausweg, um nicht zu sagen, eine letzte Chance. Und die heißt Flüchtlinge. Ein Bürgermeister, der das erkannt hat, den haben Alexander Ihme und Björn Menzel besucht. Bürgermeister Andreas Brohm unterwegs zu neuen Mitbürgern. Flüchtlinge und ihre Helfer legen hier am Rande von Tangerhütte einen Garten an. Grüße Sie. Die Aktion auf dem privaten Grundstück hat Manfred Hein organisiert. Er ist Mitglied im Netzwerk Neue Nachbarn. Das hat der Bürgermeister ins Leben gerufen. Die Familien aus Afghanistan und Syrien haben große Anbaupläne. Wassermelonen, meine Frau. Ja. Wie du gesagt hast, letztes Mal hat dein Vater ja für so einen Großbauern da gearbeitet. Ja. Und die Kinder haben dann immer mitgeholfen praktisch. Und deswegen kennt er sich natürlich gut aus und ist auch rasend schnell. Hier gärtnern 15 von zurzeit 47 Flüchtlingen in Tangerhütte. Ob alle Asyl bekommen, ist unklar. Brohm will sie unbedingt als Einwohner halten. Denn für seine Stadt ergeben sich mit den neuen Familien seiner Meinung nach nur Vorteile. Also wir könnten unsere Kita leichter ausbauen, die Schulen sanieren, die Kaufkraft erhöhen wir und die Einwohnerzahlen bleiben stabil. Tangerhütte hat zwischen 1995 und 2015 ungefähr ein Viertel seiner Einwohner verloren. Das Durchschnittsalter liegt auf dem Land in Sachsen-Anhalt bei 55 Jahren. Viele Häuser stehen leer. Andreas Brohm meint, allein Zuzug hilft. Und der funktioniert im Moment am besten durch die Flüchtlinge. Deshalb will er ihnen den Ort schmackhaft machen. In der Kleingartenanlage am Stadtrand trifft Andreas Brohm nur auf Zustimmung. Das sind drei Flüchtlingsfamilien aus Tangerhütte. Ah, das ist aber gut. Die möchten da hinten ein bisschen was anbauen, weil der eine Vater ist Bauer in Afghanistan gewesen. Und die möchten einfach raus aus den Wohnhäusern und sich. Das ist doch schön, ja. Zwei Gärten weiter freut sich ein Freizeitbauer darüber, mal wieder jüngere Leute zu sehen. Nein, mich stört das nicht. Nicht im geringsten. Nee, ist alles alte Leute hier drüben. Über 80, ich werde 78. Was soll man noch? Für Andreas Brohm ist klar, ohne neue Einwohner von außen droht der Gemeinde eine katastrophale Zukunft. Ein Szenario, das auch wissenschaftlich belegt ist. Sozialforscher Andreas Siegert hat das in einer Studie zur Demografie im ländlichen Raum ermittelt. Es geht ums Eingemachte. Im ländlichen Raum sehen wir, dass Trink- und Abwasserkosten dramatisch steigen.
Wir sehen, dass Schulen geschlossen werden, dass Vereine keine attraktiven Mannschaften mehr zusammenstellen können, überhaupt keine Mannschaften teilweise mehr zusammenstellen können, dass ganze Sportarten im ländlichen Raum geschlossen werden, Kultureinrichtungen werden geschlossen. Den ländlichen Gemeinden droht wegen fehlender Einwohner der finanzielle Kollaps. Bereits jetzt drücken hohe Schulden. Tangerhütte geht es da nicht anders. Besondere Sorgen bereitet Andreas Brohm die städtische Wohnungsgesellschaft, die mit hohem Leerstand kämpft. Und der kostet. Den Block hier drüben könnten wir es eigentlich leerziehen, stilllegen. Dann können wir feststellen, dass die Einnahmen stetig in den kommenden Jahren sinken werden. Wir rechnen zwischen 1-2% Einnahmeverlust jährlich. So, und da muss ich mir einfach Gedanken machen, wo kommen neue Mieter her? Wenn Flüchtlinge dazukommen, dann verringert sich diese Kurve. Und wir können die Einnahmesituation einer städtischen Wohnungsgesellschaft erheblich verbessern. Für derzeit 5 Flüchtlingswohnungen bekommt die Wohnungsgesellschaft im Jahr 40.000 Euro vom Land Sachsen-Anhalt. Trotz kleinerer Konflikte bei der Mülltrennung haben sich die Anwohner mit den neuen Nachbarn arrangiert. Geld vom Land, das in die Stadtkasse fließt. Was in Tangerhütte in kleinen Schritten funktioniert, stellt andere Kommunen vor Probleme. Ein Beispiel aus Sachsen. Auch im Tausendseelenort Widerau kämpfen Einwohner mit viel Engagement dafür, Flüchtlinge in ihrem Ort anzusiedeln, stehen aber immer wieder vor großen Hürden. Traugott Fehlberg ist einer derjenigen, der für die Flüchtlinge Wohnungen sucht. Alles andere als einfach. Weil manche Vermieter dazu nicht so ein einfaches Ja finden, aus Angst auch. Und weil andere Vermieter hier wittern, dass da Gewinn herauszuschlagen ist und mit den Mieten sehr hoch gehen. Wir haben hier in Widerau viele Wohnungen, die aber einfach zu teuer sind, plötzlich für diesen Zweck. Trotz Engagement viele Probleme. Das hört auch Andreas Brohm aus anderen Gemeinden. Doch was ist in Tangerhütte anders? Also es nützt nichts, von oben etwas zu bestimmen, sondern alles das, was wir in Tangerhütte umsetzen, kommt ja aus dem Netzwerk Neue Nachbarn. Und dabei hilft die Verwaltung in der Umsetzung. Ich glaube, das ist ein gutes System, die Leute da abzufangen, Kommunen da abzufangen. Was können wir leisten? Das ist so die Frage. Was sind wir imstande selber zu leisten? Wo findet sich jeder wieder? Und wenn man diesen Weg konsequent zu Ende geht, ich glaube, dann kann es einfach funktionieren. Mit diesem Optimismus versucht er auch bei der Landesregierung zu punkten. Denn Bürgermeister Brohm will Fördermittel für die Schulsanierung. Dafür muss er belegen, dass die Grundschule auch noch in 15 Jahren mindestens 60 Schüler hat. Die Flüchtlingskinder können ihm dabei helfen. Sidra aus Syrien ist 1 von 6, die schon jetzt hier lernen. Fantastisch. Mirum larum laufen steht, wir verlesen, lernen auch viel. Wir klatschen. Genau. Am Nachmittag treffen wir Bürgermeister Andreas Brohm wieder. Im Wohngebiet, wo die Asylbewerber leben. Hier auf dem Spielplatz hat niemand etwas gegen sie. Stört uns überhaupt nicht, könnten von uns noch ein paar mehr kommen. Ja? Ja. Auch wenn an diesem Tag niemand etwas Negatives über Flüchtlinge sagt, hier in der Einheitsgemeinde haben am Sonntag rund 1/4 der Wähler bei der asylkritischen AfD ihr Kreuz gemacht. Das lässt auch den Bürgermeister ratlos zurück. Wenn wir heute hier durchgehen und die Situation erleben, wenn wir erleben, was in den letzten Dreivierteljahr passiert ist, dann passt das eine nicht mit dem anderen zusammen. Und das ist jetzt eine Denksportaufgabe. Wahlbetrug in Sachsen-Anhalt. Damit schlägt eine neue rechte Initiative heute Alarm. Angeblich mehr als 100 Stimmen seien zu Ungunsten der AfD falsch ausgezählt. Die Landeswahlleiterin teilt mit, es sei noch nichts abschließend geklärt. Doch genau diese Panikmache hat offenbar System. Unsere Reporter Ines Zieklasch, Sebastian Pitteko und Christian Bergmann über den geschickten Schulterschluss zwischen der neuen Rechten und der AfD. Lukas Richter ist beunruhigt und deswegen Beobachter der Landtagswahl. Dafür ist der Leipziger extra nach Magdeburg gekommen. Ich habe auch jüngst erst wieder Aufnahmen auf YouTube gesehen, wo das tatsächlich so dargestellt war, dass das glaubwürdig erschien, dass es schon zu Unregelmäßigkeiten kam. Systematik insofern, das habe ich vorhin auch schon gesagt, als die Bevölkerung, das deutsche Volk einer ungeheuren
Propaganda und Medienmanipulation im Vorfeld ausgesetzt war, dass man das schon in Kohärenz sehen muss. Gefolgt ist Wahlbeobachterrecht einem Aufruf der sogenannten Neuen Rechten, eine rechtsnationale Bewegung mit auffälliger Nähe zur AfD und diesem Video im Netz. Die etablierten Parteien werden sich die Macht nicht einfach so nehmen lassen. Es könnte zu Wahlbetrug, Wahlfälschungen kommen. Wir haben Beispiele aus der Vergangenheit. Schreckgespenst Wahlbetrug. Entstanden ist dieses Video hier mitten in Sachsen-Anhalt in Schnellroda. Wohnort von Götz Kubitschek. Stramm rechtsnationaler Kleinverleger. Intellektueller Strippenzieher der sogenannten Neuen Rechten und Schattensouffleur der AfD. Wer sind diese Neuen Rechten und was soll diese Kampagne? Nachfrage bei Rechtsextremismusforscher Alexander Häusler von der Hochschule Düsseldorf. Diese neue Rechte bewegt sich an der Schnittstelle zwischen der national-konservativen und der radikalen Rechten. Es geht um das Schüren von Ressentiments und Ängsten, in dem eben unterstellt worden ist, dass die sämtlichen, meist ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer allesamt gesteuert seien. Martin Sellner ist samt Kamera aus Österreich zur Wahlbeobachtung angereist. Die neue Rechte ist europaweit vernetzt. Sie können mich ruhig filmen, es ist ja okay, wir wollen unsere coole Kamera herzeigen. Sellner ist Chef der sogenannten Identitären Bewegung Wien. Der Verfassungsschutz Österreich bescheinigt der Gruppe ein rassistisch-nationalistisches Weltbild. Darunter seien amtsbekannte Neonazis. Schon seit Wochen bereitet der freundliche Herr Sellner die Kampagne in Sachsen-Anhalt mit vor. Gab es einen Unfall? Es gab eine Meldung von unversiegelten und schlecht verschlossenen Wahlurnen. Wir haben das dann nachgeprüft, wenn wir die Wahlordnungen offen vorlegen. Der Vorfall hat sich dann als nicht bedenklich herausgestellt. Aber es ist schön auch zu wissen, dass die Leute so genau schauen, beobachten. Also die Wahl ist, glaube ich, wird die sicherste und bestbeobachtete Wahl sein, die es seit langem in Deutschland gegeben hat. Ja. Auch er beobachtet die Wahl. Everhard Holtmann, Direktor am Zentrum für Sozialforschung in Halle. Wir treffen ihn im Landtag, wo er als Experte die Hochrechnungen einschätzt. Es kann immer wieder mal vorkommen, menschliches Versagen, dass der ein oder andere Stimmzettel vielleicht nicht richtig gezählt wird. Aber diese vergleichsweise verschwindend wenigen Fehlersituationen dann zum Anlass zu nehmen, um gewissermaßen das gesamte Wahlverfahren mit dem Generalverdacht einer Manipulation zu überziehen, das ist völlig abwegig. Trotzdem versucht die neue Rechte bewusst genau diesen Eindruck zu erwecken. Jeder Bürger kann die Wahl beobachten, ein Grundrecht. Egal ob in Magdeburg, Halle oder Naumburg. Den selbsternannten Wahlsheriffs geht es aber vor allem um die Stimmen der AfD. Die seien besonders gefährdet. Und so verwundert es auch nicht, dass die Initiative von der AfD unterstützt wird. Eine Zusammenarbeit, die es so noch nicht gab. In Bitterfeld-Wolfen beobachtet Thomas Krüger die Wahl. Er ist Kfz-Meister und AfD-Mitglied. Der 52-Jährige ist im Auftrag seiner Partei unterwegs. Auch er ist misstrauisch. Nur kommt das hier bei der Wahlvorsteherin weniger gut an. Sie fühlt sich angegriffen. Ich will bloß, ob Sie verstehen, dass man das vielleicht dann auch persönlich ein bisschen kränkend findet, sage ich einfach mal. Das ist einfach, ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie unterstellen den Mitarbeitern nichts, tun Sie ja schon. Wenn Sie sagen, es gibt Unregelmäßigkeiten. Also wem unterstellen Sie denn dann was? Oder wo sehen Sie denn sonst Gefahr? Ganz einfach, ich hatte ja gesagt, dass zwei Pannen, nenne ich mal so, in der letzten Wahl passiert sind, das ist auch bekannt. Ja. Hier nicht. Ich möchte nicht. Nee, ich rede nicht von der Stadt. Das hat in nicht der Stadt in ja, und aus diesen Überlegungen heraus haben wir gesagt, machen wir. Also wir unterstellen die Mitarbeitern gar nichts. Sondern wem denn dann? Das ist eine gute Frage. Am Ende wird Thomas Krüger keinen Betrug feststellen. Ist aber froh, da gewesen zu sein. Man hat hier gesehen, dass es gar nicht so einfach ist. Ja, und wenn man dann selber, ich sag mal, als Außenstehender die Sache betrachtet, wie ernsthaft herangegangen wird an diese Auswertung, an diese Auszählung, ist das schon in Ordnung. Da hat man auch persönlich ein gutes Gefühl und kann dieses gute Gefühl vermitteln. Ja. Ortswechsel Magdeburg. Wahlparty einer euphorisierten AfD. Erster Gratulant vor Ort Götz Kubitschek. Der Kopf der neuen Rechten und Initiator der seltsamen Wahlbeobachterkampagne. Genau, sag das. Ja? Der Backhaus hat es direkt mal. Geh mal hoch und sag, das ist noch eine gute Nachricht.
Wir haben sogar mehrere Direktmandate geholt. Sag das einfach mal noch. Und spätestens hier zeigt sich, wie eng AfD und Neue Rechte mittlerweile zusammenstehen. Götz Kubitschek macht sich bereit für neue Aufgaben. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Praktiker, die jetzt mit 27 Mann in diesem Landtag vertreten sein werden, hier in Sachsen-Anhalt und mit großen Fraktionen auch in Rheinland-Pfalz und Württemberg, sehr, sehr gerne den ein oder anderen Begriff, das ein oder andere Thema, die ein oder andere aufbereitete Expertise aus unseren Projekten übernehmen und politisch umsetzen werden. Die Neue Rechte, also Vordenker der AfD. Chef, Praktiker der neuen AfD-Fraktion ist André Pockenburg. Das erste Interview mit dem Wahlgewinner bekommt an diesem Abend übrigens das rechte Magazin Kompakt, Unterstützer der Wahlbeobachterkampagne. Wer Pockenburg sprechen will, muss warten, um dann eine bemerkenswerte Antwort zu bekommen. Wie groß ist denn jetzt der Einfluss der neuen Rechten eigentlich, wenn Sie jetzt im Landtag sitzen? Einfluss der neuen Rechten auf unsere Arbeit im Landtag ist mir nicht bekannt. Herr Pockenburg, eine kurze Frage. André Pockenburg ist der Mann, der in Sachsen-Anhalt 24,2% für die AfD eingefahren hat. Ein Mann, der seit nicht mal 3 Jahren Politik macht. Was jetzt so auf ihn zukommt, wir haben schon mal eine To-Do-Liste angelegt. 7 Dinge, die André Pockenburg jetzt tun muss. Erstens, persönliche Finanzen ordnen. Sind doch noch unbezahlte Rechnungen aus der Vergangenheit offen? Die monatlichen Bezüge als Abgeordneter könnten da bestimmt helfen. Zweitens, qualifizierte Mitarbeiter einstellen. Die unerfahrenen, nagelneuen Landtagsabgeordneten brauchen professionelle Hilfe. Geschäftsführer, Pressesprecher, Sekretärinnen, Fachreferenten und. Über 20 Stellenausschreibungen sind online. Drittens, Gesetze und Verwaltungsvorschriften lesen. Auch wenn die AfD sich von den anderen Parteien total unterscheiden will, spielt sie doch im alten System mit. Da muss man auch wissen, wie es geht. Viertens, Kassen auseinanderhalten. Gelder der AfD-Landtagsfraktion nicht für die Parteiarbeit des Landesverbandes ausgeben. Ist den Kollegen in Thüringen auch schon mal passiert. Der Rechnungshof passt auf. Fünftens, Stasi-Frage stellen. Alles sauber? Nun ziehen auch ganz unbekannte Gesichter auf den hinteren Rängen der Liste in den Landtag ein. Immer noch sind Stasi-Überprüfungen möglich. In Sachsen war es peinlich. Sechstens, schöne deutsche Schreibtische aussuchen. Für die Büro-Erstausstattung kann jeder 1.534 Euro ausgeben. Zeit für Kataloge. Siebtens, Sitzplan für den Plenarsaal ausklügeln. Schon mal klar, alle sitzen rechts der CDU. Aber wie weiter? Wer soll die linke Reihe der Fraktion nehmen? Wie kann ein Mädchen das ertragen? Von Terroristen gefangen genommen, zwangsverheiratet und immer wieder vergewaltigt. Das unvorstellbare Grauen ihres jungen Lebens, Shirin kann das einfach nicht vergessen. Aber sie kann mittlerweile darüber sprechen und hat es öffentlich gemacht. Am Freitag stellen wir ihr Buch im Rahmen von Leipzig liest vor. Und jetzt können Sie diese beeindruckende Frau schon einmal kennenlernen. Christian Werner hat sie hier in Deutschland endlich in Sicherheit getroffen. Oft, wenn ich abends meine Augen schließe, kommen die Erinnerungen an das, was mir widerfahren ist. Und ich frage mich, warum ich mich nicht umgebracht habe. Wieso bin ich nicht gestorben nach all dem, was ich erlebt habe? Shirin ist erst 19 Jahre alt. Sie ist Jesidin. So wie tausende Mädchen und Frauen im Nordirak hat Shirin unsägliches Leid erlebt. Wir dürfen sie nicht zeigen. Mutter und kleiner Bruder befinden sich noch in den Fängen des sogenannten Islamischen Staates. Mit dem Psychologen Can Kiselhan treffen wir sie in einer süddeutschen Klinik. Shirin hat jetzt ihre Geschichte veröffentlicht. Es war August 2014, kurz nach ihrem Abitur. Sie träumte davon, Rechtsanwältin zu werden. Doch dann kamen die IS-Terroristen. Um 7 Uhr morgens sind sie bei uns aufgetaucht. Ein Konvoi weißer Pickups und beigefarbener Jeeps rollte in unser Dorf hinein, hinter sich eine Staubwolke herziehend. Wir steckten noch in unsere Nachthemden. Die ersten Gesichter aus den an uns vorbeifahrenden Fahrzeugen waren uns bestens bekannt. Egal ob Handwerker, Lehrer oder Ärzte, alle unsere arabischen Nachbarn schienen sich offenbar der ISIS angeschlossen zu haben.
Sie hatten sich sogar deren Gewänder angezogen. Kurdistan, Nordirak. Hier liegt Lalesh, das höchste Heiligtum und mystische Zentrum der Jesiden. Ihre Religion ist ausgesprochen friedlich. Naturphänomene wie die Sonne, aber auch Katastrophen wie Erdbeben und Sandstürme sind für die Jesiden bedeutsam, gelten als Zeichen der Allmacht Gottes. Als Jeside wird man geboren. Es ist nicht möglich, zum Jesidentum zu konvertieren. Für den IS, den Islamischen Staat, sind sie ungläubige Teufelsanbeter und werden brutal verfolgt. Dabei wünschen sie sich doch nur Frieden, erklärt ihr geistiges Oberhaupt Baba Sheikh. Die Terroristen haben mit schweren Waffen auf unsere Brüder und Schwestern geschossen und alle unsere Dörfer zerstört. Viele Menschen sind dabei getötet worden. Doch am schlimmsten war für uns, dass sie unsere Frauen ermordet und unsere Mädchen verschleppt haben. Viele Mädchen und Frauen, die der Gewalt der IS-Extremisten entfliehen konnten, leben heute schwer traumatisiert in den Flüchtlingslagern des Nahen Ostens. Sommer 2015. Zum wiederholten Male besucht Can Kizilhan die Camps. Der gebürtige Kurde ist ein international anerkannter Trauma-Experte. Er kennt die Region und leitet ein Projekt, das den Frauen helfen soll. Das Geld kommt vom Land Baden-Württemberg. Jesidinnen, die der IS-Hölle entronnen sind, werden zur Therapie nach Deutschland geholt, um zu lernen, über das Erlebte mit anderen zu sprechen. Vor Ort ist so etwas nicht möglich. Vergewaltigte Frauen gelten hier oft als beschmutzt. Gerade die jungen Frauen, die wir hier nehmen, sie würden hier sterben, sie würden ja nicht überleben. Sie schreien hier in diesen Zelten Tag und Nacht über und fallen auch auf. Viele halten das nicht aus, schämen sich und viele bringen sich um. Die Frauen sind in akuter Not. Es geht darum, dass sie mit dem erlittenen Missbrauch weiter leben können. Trotz furchtbarer Erlebnisse sollen sie wieder eine Perspektive für sich erkennen. Shirin ist eine von über 1000 Jesidinnen, die Can Kizilhan nach Deutschland geholt hat. Er vermittelt sie zur Behandlung an speziell geschulte Psychiater. Denn was die Frauen erlebt haben, sprengt jede Vorstellungskraft. Wir haben eine junge Frau mit 3 Kindern, 26 Jahre alt. Ihr 2-jähriges Kind ist ermordet worden von einem IS, indem er 7 Tage in einer Blechbox gefangen gehalten worden ist bei glühender Hitze und hat später ihr das Rückgrat gebrochen, weil die Mutter nicht Arabisch konnte oder schlecht Arabisch konnte und den Koran nicht lesen konnte. Shirin schildert solche Gräuel in ihrem Buch. Sie wurde an 9 verschiedene Männer verkauft und immer wieder vergewaltigt. Von einem der IS-Kämpfer wird sie sogar schwanger. Behalten möchte Shirin das Kind nicht. Die Uhr tickte. Und mit jeder Stunde wuchs dieser fremde Körper in mir. Ohne noch länger unnötig Zeit zu vergeuden, bin ich zu einem Steinhaufen gelaufen, habe meine Hände unter eine dieser Platten geschoben und versucht, diese mit einem schnellen, kräftigen Ruck hochzuwuchten. Die Steine waren unglaublich schwer. Es war, als würde in meinem Unterleib etwas zerspringen. Ein heftiger Stich durchfuhr meinen Körper, von der Brust bis zu den Nieren. Der Schweiß stand mir auf der Stirn. Für einen Augenblick habe ich gedacht, dass ich bei diesem entsetzlichen Schmerz sterben müsste. Aber in diesem Moment bedeutete das für mich eine riesige Erleichterung. Nach Monaten des Missbrauchs gelingt Shirin die Flucht. Mit ihrem Buch möchte die junge Frau nicht nur ihre Geschichte erzählen. Sie will auch auf den Genozid an ihrem Volk aufmerksam machen. Denn noch immer befinden sich jesidische Frauen und Kinder in den Händen von IS-Terroristen. Ob sie selbst je wieder ein normales Leben führen und ihren Traum, Rechtsanwältin zu werden, verwirklichen kann, sie weiß es nicht. Ich weiß, dass es schwierig ist. Aber natürlich habe ich die Hoffnung, dass ich einmal studieren werde, heirate und Kinder bekomme. Dass ich meinen Kindern die Geschichte meines Volkes und meine Geschichte erzählen kann. All das wünsche ich mir sehr, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde.
Nicht nur das Schicksal von Shirin, sondern drei weitere hochspannende Bücher und Autoren präsentieren wir gemeinsam mit den Kollegen von MDR Info am Freitag in der alten Handelsbörse Leipzig. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vorbeikommen.